Stimmt ja, ich wollte ja den Raum mit Obsidian auskleiden. Das war ja das, was ich eigentlich machen wollte. Hier so Obsidian. So. Ja, super. Einer von denen bringt gerade mal 100. So, was haben wir gefunden? Einen kleinen Goblin-Unterschlupf. Ja, jetzt wieder durch die Wand werfen. Das ist immer das Schönste. Also einer von denen bringt nicht so viel. Die bringen nur wirklich... Ja, die würden am meisten bringen. Ich könnte jetzt noch 6 von denen da vorstellen. Was ist der Sinn von denen? Die sind viel zu groß. Turmalin-Generatoren sind brauchen nur ein Feld. Ich hätte jeweils vier Turmalin-Generatoren hinstellen können, also 12. Und hätte damit 12 Fallen versorgen können, statt nur jeweils 2. Wenn ich hier jetzt 6 hinstelle, dann sind das nochmal 300 weniger. Oder ich baue einfach hier unten nochmal... welche auf. Nee, eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Habe ich eigentlich gar nicht nötig. Die Fallen müssen ja nicht laufen. Ich habe ja die Quest schon abgeschlossen. So, will ich weiter nach unten? Das wäre eine Alternative. Oder will ich in Richtung von dem Tunnel? Wobei ich so das Gefühl habe, der Tunnel ist entweder da unter mir oder da drüben. Aber ich gehe eher davon aus, so wie das hier steht, dass... Oh, das hier der Tunnel ist. Also müsste ich eigentlich eher irgendwo hier hoch. Oh, hier wäre Marmor. Ne, ich denke, ich lege jetzt den Tunnel frei und schließe damit die Mission ab. So. Mal gucken, ob das jetzt weit genug hoch ist. Nein, immer noch nicht. Ist das jetzt weit genug nach... Achso, das war ja schon weit genug nach oben. Naja, gut. In welche Richtung? Da ich mal das Gefühl habe, dass ich in die Richtung muss, grabe ich auch jetzt gezielt in die Richtung. So. Ist
lege ich das frei und dann geht es wahrscheinlich in die Richtung, genauso wie bei den anderen beiden. Oh. Ups. Da ist nur eine kleine Goblin-Marotte. Das ist ja... So, jetzt bin ich aber mal gespannt, wollte ich sagen. Ich brauche noch einen Punkt. So, ich lasse die Goblins mal zu mir kommen. Vor dem paar Gobbos habe ich jetzt keine so große Angst. Wo ist der letzte Militärzwerg? Ah, die sind schon alle da unten. So. Das heißt, wir müssen in die Richtung weiter. So, wir können hier mal alles verbreitern ein bisschen, dass wir wieder die Betten nach da verlegen können. Die Strohbetten. So. Und damit haben wir es wohl in den Tunnel reingeschafft. Oh, Jemine. Also jetzt haben wir Holz. Das heißt, ich kann doch noch zur Vollständigkeit halber hier oben mal dicht machen gehen. Kann hier die... Ah, die kann ich so verkaufen, dann okay. Ah, das war jetzt nicht das, was ich im Sinn hatte. Ach, der kann die auch von hier unten bauen. Gut. Dass der das kann. So, dann bauen wir den letzten Block, bitte. Und fertig. Obwohl, hier sollten noch zwei Blöcke hin. Und wir haben es fast bis zum Tor geschafft. Gut. Da ist noch ein bisschen Eisen und da ist dann da das letzte Tor. Aber ich will warten, bis beide Forschung fertig ist. Und du zur Sicherheit mal dahin. Das dauert ja noch ein paar Minuten, bis die Forschung fertig ist. Oder nee, nicht mehr so lange. Aber sieht eigentlich gut aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kosteneffizienz. So, gucken wir mal. Halber Preis. Halber Preis. Alles halber Preis jetzt. Da, guckt. Gut gebautes Bett ist alles halber Preis jetzt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Auch Truhen und so sind jetzt halber Preis. Yay. Dann bauen wir noch schnell den Thronsaal fertig.
Da fehlen nämlich noch die Truhen. Na gut, währenddessen könnt ihr euch mal hier durch die Wand buddeln. Ich finde, die Mission war irgendwie recht einfach. Ah, ihr habt das mittlere Tor gefunden. Gut, jetzt müsst ihr es nur noch versiegeln. Interagiert dazu mit dem Hebel neben dem Tor. Jo. Die hauen jetzt erstmal Spinnenweben weg. Und dann können wir interagieren. I'm the prince and you will hear me. Und runter mit ihm. Wenn diese Tore so herunterkrachen, das ist schon ziemlich furchteinflößend. Stellt euch nur vor, ihr stündet darunter. Genau. Ja, das ist einem Zwerg auch schon mal passiert. Das Tor teilte ihn zwei Stücke, aber es ging ihm hinterher recht gut. Listen up now. Wir haben es taktisch geschafft. Wir haben verhindert, dass die Magier ihre Verstärkung erhalten und überlebt. Gut gemacht, meine Zwerge. Gut gemacht. When kings speak, you listen. Großartige Arbeit, mein Sohn. Als Dank für meine Hilfe sollt ihr mir sämtliche Schätze schicken, die ihr dort gefunden habt. Das soll ein Dank sein? Pay attention now. Nie im Leben, ihr hättet das auch selbst bewerkstelligen können, wenn ihr euch nur mal aus eurem bequemen Thron erhoben hättet. Whatever you're doing, this undankbarer Bengel, daran werde ich mich erinnern, wenn ihr das nächste Mal meine Hilfe benötigt. Oh, ganz nebenbei, ihr macht euch ganz gut. Stop what you're doing and listen to me. Wenn ich nicht so müde wäre, hätte ich fast geglaubt, dass ihr mich gelobt habt. Ja. Level abgeschlossen. Zwerge zur Ruhm geführt. Also, zurück zur Welt. So, wir haben Rüstung und Krone Stufe 2 erhalten. Wir haben Einfluss bekommen. Das heißt, wir können jetzt Startkapital freischalten. Listen. Das war's. Die Magier werden keine Verstärkung mehr erhalten. Ich frage mich aber, wohin diese Tunnel führen. Wie die Lande nördlich von Vanaheim aussehen. The King. Just listen here. Was gibt es, Vater? Oh, nichts. Ich habe nur an die alten Zeiten gedacht. Egal, gute Arbeit. Lass uns gleich so weitermachen. König Vater erinnert schon ein bisschen an Odin, so. Mit der Augenklappe und allem. Ja. Und wir haben Zwerge an der Nordgrenze aufgestellt, die die Tunnel bewachen sollen, damit nicht irgendwer auf die Idee kommt, sie wieder zu öffnen. Sehr gut, wir machen Fortschritte hier. Wir haben jetzt Startkapital freigeschalten. Damit haben wir Zusatzrohstoffe am Anfang von jedem Level. Glück finde ich etwas besser, wenn wir aus Rohstoffblöcken mehr Sachen erhalten. Das dürften wir bei der nächsten Mission schon freischalten können. Und dann geht es hier oben weiter bis zum Magikus. Yay. Oh, ich sehe das halt jetzt erst. Hier gibt es untote Wichtel. Gibt es eigentlich noch mehr so nette Details? Weil hier haben sich ja jetzt die Wichtel überall, also die Gnome überall in den Wäldern versteckt. Na gut. Gucken wir uns noch schnell die neue Rüstung an. Terminatorium-Rüstung, okay. Ein wahrer Prinz mag zwar Ruhm auf dem Schlachtfeld suchen, aber echte Zwerge wollen sich und ihren Mut beweisen. Dazu sollte er auch eine Rüstung tragen, die seinem Mut entspricht. Mhm. Ja, Hammer und heilige Granate hatten wir schon. Gut, dann geht's jetzt daran, den gelben Kristall zu holen das nächste Mal. Und zwar im Testgelände. Das mit den beiden Goblins hier, vor allem der da ist, die da ist weiblich, gar nicht so, wie sagt man, unseriös wirkt. Misstrauisch. Aber ja, das sehen wir dann beim nächsten Mal.
Also, bis dann.